man merkt, dass die Arbeit geschätzt wird, nicht nur eine Arbeit, sondern dass man merkt, ah, ich habe eine Reise gemacht und die wurde gesehen. Manchmal denkt man ja, wenn man so eine Vorstellung macht, oh, jetzt ist wieder alles vorbei und man muss wieder ganz von Null anfangen, jedes Mal wieder neu. Und jetzt mit diesem Preis habe ich ja auch das Gefühl, ah, da wurde auch die Reise gesehen und das freut mich extrem. Tanz ist eigentlich immer eine Auseinandersetzung mit sich selbst und mit seiner Umwelt. Und das ist eigentlich, darum ist es vielleicht auch mein Beruf, weil ich die ganze Zeit eigentlich probiere, mich zu befragen und andere zu befragen und zu verstehen, warum etwas so ist und warum etwas nicht so ist und versuchen, Grenzen zu brechen oder neu zu denken. Momentan arbeite ich hauptsächlich als Choreografin und nicht mehr so oft als Tänzerin, aber ab und zu noch, auch noch ein bisschen. Wenn ich etwas anschaue oder auch jetzt, heute, wenn ich so diese Audition habe, dann schaue ich mir doch immer an, wie sich Leute zueinander verhalten. Also es ist, interessiert mich eigentlich, die einzelne Person interessiert mich eigentlich selten, sondern es interessiert mich immer, wenn sich jemand bewegt, wie ist dann die Reaktion auf das. Ich möchte auf der Bühne auch immer Menschen sehen und nicht irgendwie Ästhetik. Ich möchte immer versuchen zu zeigen, was die Leute antreibt oder warum jemand etwas bewegt. Ich möchte gerne keine klaren Geschichten erzählen, sondern es geht mir mehr darum, wie eine Art offenes Gebilde zu kreieren, wo man dann Geschichten reindenken kann. Aber durch das meine Arbeit auch häufig eine gewisse Theatralität hat, gibt es immer so Ansätze für Geschichten. In der Essenz inspiriert mich eigentlich immer der Mensch da, wo er scheitert, da, wo er Schwäche zeigt oder zeigen muss und da, wo der Körper nicht mehr richtig funktioniert.